Herzlich willkommen bei diesem Horoskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Amiria, ich grüße dich, das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was bedeuten die 12 Häuser oder 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht es um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. Dein persönlichen Schutzengel heißt Daniel. Nach Kabbalah hat die Zahl 50. Dieser Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist. Engel Daniel ist die Engel der Barmherzigkeit und Liebe. Hilft dir bei kritischen Notlagen einen Ausweg zu finden. Stärkt deine Sprachfertigkeit und Diplomatie. Hilft dir, ausweglosen Situationen eine Lösung zu finden, gibt dir auch Trost und Unterstützung, vermittelt dir Harmonie und Gerechtigkeit, hilft bei Heilung, hilft dir auch, Klarheit bekommen in dein Leben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Und das bedeutet, die Zwillinge haben einen Einfluss auf dein Aussehen. Ein Einfluss auf dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen. Du bist ein Kind davon und beeinflusst deine Persönlichkeit. Diese Energie begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Die Zwillinge gehören zum Luftelement. Und das schenkt dir Leichtigkeit, auch eine jugendliche Aussehen. Du bist intelligent, so bist du auch wahrgenommen und zeigt auch immer wieder die Neugier, die Bewegung, diese jugendliche Frische. Die Zwillingsenergie zum richtig Verstehen erzähle ich dir die mythologische Geschichte dazu von den klassischen griechischen Mythologie. Leda war eine wunderschöne Königin und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und wurde auch schwanger und gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und kam den Tag, wo Kastor sterben musste, und Pollux ging zu seinem Vater und bat ihm, dass er auch sterben möchte. Er möchte seinen Halbbruder
nicht alleine lassen. Und Zeus hat geantwortet, sie beide müssen nicht sterben, sondern er macht beiden unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt und unsterblich gemacht. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Und das heißt, wir Menschen haben eine Seele. Nicht nur wir Menschen, das haben auch die Pflanzen und Tiere auch. Also wir haben eine Seele. Und unsere Seele ist ein Teil von den göttlichen Schöpfung. Also göttlich und unsterblich. Wir haben aber einen Lebensweg. Und das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod, das ist das Menschliche. Die Seele braucht diese Lebenserfahrung hier auf die Erde. Und das ist das Menschliche, das ist das Sterbende. Und das symbolisiert Castor. Und das Seelische, das Unsterbliche symbolisiert Pollux. Aber die beiden Zwillinge sind miteinander verbunden. Und so sollen wir auch uns fühlen, verbunden zu sein, zu unserer Seele. Unsere Seele wohnt in unserem Inneren. Wenn wir Ängste haben, hektisch sind, nervös, schwierig ist es, mit unserer Seele in Verbindung sein. Es gelingt dann, wenn wir zur Ruhe kommen. Zurückziehen, nachdenklich zu sein, meditieren, die absolute Ruhe, die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie und mit Zwillingsenergie auch die Leichtigkeit, dann haben wir einen Zugang zu unserem Seele. Und wenn das auch gestalten können, diese Räumlichkeiten mit unseren Vorstellungen, mit unserer Fantasie, gerade in einem meditativen Zustand, dann haben wir einen inneren Tempel, wo wir immer wieder ein Zuhause finden, wo wir uns zurückziehen können. Und das gibt uns die Ruhe und gibt uns die innere Kraft. Das ist schon mal Krebsenergie. Und diese Leichtigkeit, dieses Bewusstsein, dieses höhere Bewusstsein, zeigen hier die beiden Zwillinge. Den nächsten Lebensbereich, die zweite Lebensbereich, hier sind die Werte, Besitz, Finanzen, aber auch wertvolle Dinge wie Ideenreichtum oder wertvolle Freundschaften. All das im Besitz nehmen, gehört auch zum zweiten Lebensbereich. Und hier handelt es sich auch um Werte, auch um unser Selbstwertgefühl. Und das sollen wir auch stärken. Dadurch verbessert sich sogar die Finanzen, weil energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, dann hat er auch nicht verdient, dann hat weniger Geld, ganz logisch. Stattdessen sollen wir unseren Gedanken ändern und sagen, ich bin es wert, ich bin wertvoll, ich habe das im Besitz. Und dann stabilisiert sich alles und so können wir uns innerlich auch stärken. In diesem Bereich hast du die Krebsenergie. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat mit Gefühlen was zu tun. Achte immer auf deinen Gefühlen, damit die Geld zum Fluss kommt. Und solchen Gefühlen wie Schuldgefühl führt zum Schulden, ist auch logisch. Oder Verlustangst führt zum Verlust. Auch Geldverlust wird auch weniger, auch logisch. Also hier auf den Gefühlen achten. Außerdem, die Krebs hat die Feingefühl
immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Das verbessert sich auch deine Finanzen, wenn du intuitiv handelst. Krebs weiß das auch intuitiv, wann sollte man aktiv sein, wann sollte man passiv sein, abwarten. Und das kannst du verwenden in Finanzen. Wann sollst du einkaufen, wann sollst du das Geld zusammenhalten und eher zurückhaltend sein. Im dritten Lebensbereich ist die Schule das Leben. Und das haben wir auch, weil wir haben immer wieder Prüfungen. Wir müssen uns behaupten, auch gegen Konkurrenten oder Rivalinnen. Das Leben stellt solche Prüfungen dar. In diesem Lebensbereich sind auch die Erinnerungen an die Schulzeit. Und damit meine ich nicht die Noten, sondern das Verhalten. Diese Erinnerungen, wie hast du das erlebt? Warst du ernst genommen? Könntest du dich behaupten oder andere waren stärker und haben dich auf die Seite geschoben? Beides ist möglich. Das ist die Ausgangsposition. Und das zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Später ist es immer schwieriger. Aber wir lernen uns nie aus. Und hier sind auch Schulungen, Austausch von Informationen, auch Internet, Verwandten, Nachbarn, erkunden viele neue Dinge in vertrauten Umgebung. Hier hast du die Löwe-Energie, das ist die Bedürfnis, im Mittelpunkt zu sein, wahrgenommen zu werden. Und ich denke, mit diesem Löwekraft hast du dich ganz gut behaupten können, dass du da auch wahrgenommen warst, auch schon damals. Im vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format nehme. Ich vergleiche das immer mit einem Baum und das bedeutet, hier ist die Wurzel des Baumes, hier ist die Krone des Baumes. Und hier bei der Wurzel des Baumes fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Und das bedeutet unserem Ahnen, unserem Vorfahren, die Traditionen, die Herkunft und unserem Zuhause. Weil das gibt uns Halt im Leben. Außerdem zeigt dieser tiefste Punkt des Horoskopes die Basis. Die Fundament. Und auf diesem Fundament baut sich dein Leben auf. Hier hast du die Jungfrau-Energie. Und das bedeutet, bei dir muss immer alles korrekt ablaufen und alles in Ordnung sein. Das gibt dir die Basis, die Fundament. Hast auch Heilenergie, dass du in vielen Situationen, was dich kränkt, dass du in die Lage bist, da eine Heilung bringen, klärende Gespräche führen. Die einzige Nachteil wäre bei Jungfrau, wenn du zu kritisch bist dir selbst gegenüber, weil dann verlierst du diese Halt. Die fünfte Lebensbereich, hier sind die Kinder. Und das bedeutet deinen eigenen Kinder. Später die Enkelkinder gehören auch dazu. Aber auch die Vergangenheit, deine Kindheit, wie hast du das erlebt? Hier kommen die Erinnerungen. Die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren, behüten, weil das stärkt uns innerlich. So wie das innere Kind stärkt uns auch, oder wir sollen unserem inneren Kind stärken und immer wieder sagen, ja, ich bin ganz stolz auf dich, das hast du richtig gut gemacht. Und die Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind, verabschieden, loslassen. Die Vergangenheit kehrt nämlich nie wieder zurück. Nie wieder. Es sind nur Gedanken. Mehr ist es nicht. Aber diese Gedanken sind mit Gefühlen verbunden. Aber warum sollten wir aufhalten an etwas, was uns traurig macht? Die Erinnerungen kommen so oder so. Wir können nicht so tun, wenn es nicht wäre. Aber wir sollen da nicht aufhalten. Die Kinder zeigen etwas Wichtiges.
Sie können spielen. Und das sollen wir lernen von den Kindern. Dass viele Dinge wir mit Humor, mit Leichtigkeit, spielerisch betrachten können. Du kannst dein ganzes Leben wie ein Spiel betrachten, ein Theaterstück. Und du wählst die Bühne aus, du suchst die Kostüme aus, auch die Verbindungen, anderen Schauspieler. Du schreibst die Drehbuch, du führst die Regie und du spielst die Hauptrolle, weil du bist das Zentrum in dein Leben. Und das ist die Sonnenhafte. So wie die Sonne das Zentrum im Sonnensystem ist, so sind wir selbst das Zentrum unserem Leben. Das ist Selbstbewusstsein. Und das aber spielerisch betrachten, gestalten, hier ist die schöpferische Kraft. Und mit dieser schöpferischen Kraft das Leben auch mal genießen, auch die Partnerschaft genießen. Hier hast du die Waage-Energie und das zeigt erstens, du brauchst das in die Partnerschaft. Zweitens, diese schöpferische Kraft bringt dir die Harmonie in dein Leben und die Kreativität. Die sechste Lebensbereich ist die Alltag, Arbeit und Gesundheit. Das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du die Skorpion-Energie. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Und hier ist die Transformation, die Schlangenenergie oder Kundalini-Energie. Und diese Kundalini-Energie haben wir sogar in unserem Körper, diese Energiefelder. Und das ist immer mit Emotionen verbunden. Und wir sollen auf unseren Gefühlen achten. Es gibt zwei Systeme, zwei grundverschiedenen Systeme. Und die eine hat mit den anderen nichts zu tun, aber wir kennen beides. Die eine System sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Wut, Aggression, Eifersucht, Schuldgefühl, Neid, Hass. Es sind negative Gefühle und die blockieren uns. Neid und Hass ist sogar zerstörerisch. Und wir sollen von diesen negativen Gefühlen verabschieden. Auch wenn wir Ängste verspüren, sollen wir nachdenklich sein. Oder wenn wir mal Wut haben, in dem Moment bewegen wir uns in eine Grauzone. Bewegen wir uns schon im negativen Gefühlen. Und damit öffnet sich Pandoras Büchse. Und ein trojanisches Pferd kann jederzeit kommen, abgesehen davon, das blockiert auch. Und diese Skorpion-Energie, diese Wandlung erlebst in deinem Alltag, auch bei der Arbeit und wirkt auch auf deine Gesundheit. Raus aus diesen negativen Gefühlen und übergehen auf die positiven Gefühlen. Und das ist Dankbarkeit, Hingabe, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Mut und Liebe. Und diese positiven Gefühle haben eine göttliche Quelle. Und mit dieser göttlichen Quelle, mit diesen Gefühlen, verspüren wir die Schöpfung. Und können unserem Leben schöpferisch gestalten. Das steigt alles nach oben. Alle anderen, wie negativen Gefühle, blockieren das alles. Und hier hast du diese Transformation. Wenn wir betrachten dein Aszendent-Zwillinge, das zeigt den Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist. In diesem Augenblick ist die Tierkreiszeichen Zwillinge
in Osthorizont aufgestiegen und im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Schütze in Westhorizont untergegangen. Aber in dem Augenblick waren noch gegenüber und es war ein Blick, ein Spiegelblick. Und in diesem Spiegel erscheint unser Seelenpartner und ich bin ziemlich sicher, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch sehen und erkennen. Und dass die Kinder noch bis etwa dritte Lebensjahr haben noch diese Erinnerungen. Und dann geht es alles in die Unbewussten. Die untere Teil des Horoskops symbolisiert auch die Unbewussten. Und das obere Teil das Bewusste. Hier öffnet sich den Tor zum Partnerschaft und hier hast du die Schütze-Energie. Schütze steht in Verbindung zum Reisen, auch zum Ausland und zum Bewegung wie Sport. Und das kann ein Hinweis sein, dass du die Liebe im Ausland kennenlernst oder er kommt von Ausland oder ihr beide liebt die Reise. Das ist so ein Hinweis. Kann aber sportliche Aktivitäten auch sein. Bei den Tierkreiszeichen Schütze ist es so, dass diese Tierkreiszeichen zum Feuerelement gehört. Und alle Feuerelemente, auch die Widder, auch die Schütze und auch die Löwen, ist leicht von etwas begeistern. Ich gehöre auch zum Feuerelement, ich bin in Tierkreiszeichen Widder geboren und das verspüre ich auch, diese Begeisterung, man ist leicht von etwas begeistert. Und wird man auch aktiv, Widder sowieso. Aber diese Bewegung ist auch bei Schützen so. Und wenn das zu viele Sachen sind, und so bewegt sich die Schütze auch, man fühlt sich zersplittert. Weil man weiß gar nicht, wo man die Energie lenken soll oder die Kraft einsetzen soll. Bei Schütze ist es Bewegung. Sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie etwas bewegen. Also braucht die Schütze Orientierung. Und das zeigt dieses Symbol, diese Pfeil. Das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell wird beschrieben, hier sind unsere Wünsche. Und wenn die Schützengeborenen das beherzigen, dass die Wünsche in Einklang mit der Begeisterung, wenn sie das in Einklang bringen und die Richtung bewegen und orientieren und haben diese Orientierung mit lauter Begeisterung und mit dieser Bewegung auch und dieser Kraft und Mut, sie haben sehr viel Erfolg und Glück im Leben. Und das verspricht auch die Jupiter-Energie hier im Schütze. Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Aber das ist die Ausgangsposition, die Orientierung dazu. Und das erlebst du in die Liebe-Partnerschaft. Mit dieser Energie öffnet sich das. Natürlich kann das auch bedeuten, dass diese Energie färbt dann ab in die Liebe-Partnerschaft. Auf jeden Fall, damit öffnet sich hier etwas. Und die achten Lebensbereich. Die achten Lebensbereich heißt der Tod. Und das hat schon einen Bezug zum Tod, Todesfälle und Erbschaften. Aber was eigentlich die achten Lebensbereich ausmacht, das ist eher das Leben erhalten, dieser Kreislauf, das ist hier Pluto-Energie. Und damit das funktioniert, müssen wir immer wieder von etwas verabschieden, loslassen oder etwas aufopfern, damit
etwas Neues entstehen kann. In diesem achten Lebensbereich gehört auch Themen wie Sexualität, das ist auch Pluto-Energie und unterstützt, damit das Leben erhalten bleibt. Nicht nur das gehört hier in diesem Lebensbereich, sondern spiegelt die zweite, die sind gegenüber, also hat einen Einfluss auch auf die Finanzen. Und das sind Ämter, alles was mit Geld zu tun hat, Finanzamt, Banken, Versicherungen, Investitionen, so diese Themen auch. Hier hast du Steinbock-Energie. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Das hilft, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Hat einen Bezug zum Werten, zum Besitz und zum Geld. Aber auch die Steinbock und alle Erdeelement neigen dazu, etwas festhalten. Und hier ist dann aber die Lernaufgabe das Loslassen. Und im ersten Lebenshälfte ist es ziemlich schwierig. Im zweiten Lebenshälfte ist es einfacher, weil dann weißt du, was möchtest du bewahren, behüten und das wird sich stabilisieren und was brauchst du nicht, damit kannst du dann wirklich verabschieden. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen. Reisen wie Ausland, Auslandskontakte, aber auch inneren Reise. Und das ist eine Glaubensrichtung oder Spiritualität. Das passt auch ganz gut zum Schütze-Energie. Und hier hast du aber im neunten Lebensbereich die Wassermann. Wassermann gehört auch zum Luftelement. Und es ist so interessant zu betrachten, die Schütze braucht erstmal Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas und Orientierung. Die Steinbock hat schon die Orientierung, weil Steinbock hat schon klare Ziele. Und Steinbock zeigt, wie man das erreicht. Und dieser Weg ist manchmal steinig, dauert auch. Steinbock zeigt auch Geduld und Ausdauer. Steinbock gibt es nicht auf. Dann erreichen wir Wassermann. Und Wassermann sagt, für was ist diese ganze Anstrengung, Ziele setzen, hohe Ziele, hohe Ideale und dann noch Ausdauer und Geduld, bis man das erreicht, egal wie steinig das Weg ist. Ich als Wassermann bin ich schon oben. Und das ist die Privileg, die Wassermann geboren oder Menschen mit Wassermann-Aszendent zum Beispiel. Die haben das Gefühl, die sind schon oben und betrachten alles von oben herab. Und sie haben einen Weitblick, steht auch mit Adler in Verbindung. Auch die ganze Geschichte, die mythologische Geschichte von Wassermann steht mit Adler in Verbindung. Und das Sternbild Adler ist auch hier in diesem Bereich. Also ein Adlerblick, das, was die Wassermann auch vermittelt. Die Zeit vorausdenkende und das Gefühl zu haben, was kommt, diese Vorahnung. Auch die tolle Ideen, ganz klar, die erkennen mehr die Zusammenhänge und Luftelement, haben auch die Leichtigkeit noch dazu, auch ein gewisser Freiraum. Über diese Tierkreiszeichen herrscht Saturn und Uranus. Das ist ein bisschen widersprüchlich, weil die haben eine ganz andere Essenz. Saturn ist sehr ernsthaft und möchte etwas bewahren, behüten und vertritt die Traditionen und Uranus bricht das und will was Neues. Aber das ist eine Mischung hier im Wassermann. Und prägt die Uranus-Energie und Uranus zeigt für diesen Tierkreiszeichen
und auch für die Wassermann-Geborenen oder Wassermann-Aszendent, wenn jemand das im Horoskop hat, dieses Gefühl zu haben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und das ist deine Reise, das ist deine innere Reise, das zu verinnerlichen. Du bist einzigartig, du bist außergewöhnlich, du ahnst viele Dinge voraus, du hast tolle Ideen. Geh in diesem Weg, das stärkt dich, das ist deine spirituelle Reise. Und jetzt sind wir bei 10. Lebensbereich, die Spitze des Horoskopes. Und das ist die Krone des Baumes, das ist das Höchste, was man überhaupt erreichen kann. Und zeigt auch die Zielerreichung und die Berufung. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört auch zum Wasserelement, also hat mit Gefühlen was zu tun. In diesem Sternbild sind aber zwei. Auch astronomisch die südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Alpherg ist der Stern, wo die beiden miteinander verbindet. Und die beiden Fischen schwimmen im Ozean die Gefühle. Und die eine Fisch hat Angst und Zweifel. Das klingt so, wenn ein Fisch Angst hätte von Schwimmen und würde behaupten, ich kann nicht schwimmen. Also genau das passiert auch. Es ist symbolisch gemeint, aber diese ständige Angst und Zweifel und sie zweifeln an sich selbst und das blockiert. Und der andere Fisch schwimmt ganz gemütlich, vertraut das Wasserelement, kann nichts passieren, das Wasser trägt, vertraut das Fluss des Lebens und hat Träume. Und das ist hier dann die Neptun-Energie. Neptun und Jupiter herrscht hier. Und Neptun zeigt die Träume und es wirkt auch hier, die Fantasie, die Träume, die Träumereien. Und das ist vielleicht nicht unbedingt gut, von Realität flüchten in eine Traumwelt. Aber Träume zu haben, dürfen wir erlauben. Und ein Traum kann wahr werden, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und dann loslassen, geschehen lassen. Vertrauen, das Fluss des Lebens oder Vertrauen an unsere Träume, Visionen. Und wir brauchen Vorstellungen. Das ist die Vorstellungskraft hier in Fischen. Und Jupiter herrscht auch und Jupiter lässt es geschehen, bringt diese Chancen, dieses Glück auch. Und es ist auch sehr kreativ, ganz klar. Und Neptun ist der Planet, der Künstler lässt inspirieren und diese Kreativität kann deine Berufung sein. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften, aber auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie ein Verein oder eine Partei. Hier hast du die Wiederenergie. Und das bedeutet, du bist offen immer wieder zu neuen Kontakten, Bekanntschaften, aber musst du manchmal dich auch durchsetzen. Die 12. Lebensbereich sind die tiefe Geheimnisse des Lebens, das zu verstehen oder die Ursache an etwas, wie Ursache, die Erkrankungen oder die Gründe erforschen, warum ist es so. Die 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. Und hier befinden sich auch die geheime Feinde. Hier hast du Stierenergie. Stier vermittelt Ruhe, Gelassenheit, Gemütlichkeit. Und das findest du, wenn du zurückziehst. Und das stärkt dich innerlich. Und das brauchst du auch, weil das kannst du richtig genießen. Sonne hast du in Tierkreiszeichen Schütze. Also du bist im Schütze geboren. Das, was ich erzählt habe über die Schütze, das prägt schon dein Selbst.
oder deine Selbstdarstellung. Und das ist für dich wirklich wichtig im Leben, die Orientierung. Und die Pfeile der Schütze zeigt die Richtung. Und das sind deine Wünsche. Leb deine Wünsche, dann hast du Ziele. Und gib das nicht auf. Mond hast du im Wassermann. Die beiden Lichter, Sonne und Mond, stehen in Harmonie. Luftelement und Feuerelement unterstützen sich gegenseitig. Also hier hast du eine schöne Verbindung zwischen den beiden Lichtern. Mond symbolisiert deinen Gefühlen und du brauchst diese spirituelle Richtung, aber auch Ausland, Auslandskontakte, Reisen, das befreit dich. Da bekommst du Luft zum Atmen und mit Zwillingsaszendent, wo auch Luftelement ist, brauchst du das auch. Mars befindet sich im Jungfrau. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft musst du dich immer wieder durchsetzen. Das hat mit deiner Wohnsituation was zu tun. Und hier brauchst du Ordnung, hier brauchst du auch Heilung. Mars bedeutet aber auch der Mann. Und es kann ein Hinweis sein, dass dieser Mann gibt dir die Halt im Leben. Und das ist in Ordnung. Jungfrau sorgt auch für diese Ordnung. Merkur hast du in Skorpion. Merkur beherrscht die Zeit, Kindheit und Jugend, schenkt auch eine jugendliche Ausstrahlung. Und das brauchst du im Alltag oder bist du so wahrgenommen. Merkur sorgt für Handlungen, Gespräche, Kontakte, Kommunikation und bewegt sich einiges. Und das erlebst du im Alltag und erlebst du auch in beruflichen Situationen. Jupiter ist der große Glücksplanet. Aber daran sollen wir auch vertrauen und daran glauben. Jupiter zeigt unserem inneren Sonne, unserem inneren Größe. Und mit diesem Werte, mit unserem Größe sollen wir auch bewusst zu sein. Dann kommt erst dieses Glück. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Jupiter ist Zeus, der Himmelsgott. Also das ist die göttliche Gerechtigkeit. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Wenn das nicht in diesem Leben passiert, dann kommt das im nächsten Leben. Es geht kein Weg vorbei. Das sind Gesetze, das sind kosmischen, göttlichen Gesetze. Und das vertritt Jupiter. Jupiter belehrt uns. Jupiter ist auch die Weise. Jupiter hast du im Krebs und ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet Erinnerungen und karmischen Themen. All das, was du in früheren Leben schon erlebt hast. Und das heißt, so verstehe ich das, dass du bist mit deiner Größe gar nicht bewusst, mit deinen Werten. Im zweiten Lebensbereich handelt es sich um Selbstwertgefühl. Versuche, diese Weisheit gelange mit deinen eigenen Größen, mit deinen Werten bewusst sein. Dann hast du Glück, auch finanziell, weil das wirkt auf den Finanzen auch aus. Venus bedeutet Liebe, Schönheit, Kunst, Kreativität, eine weibliche Energie. Und alles, was schön ist, das ist alles Venus. Und im Geburtshoroskop zeigt unsere Weiblichkeit. Wie bist du als Frau? Wie erlebst du deine eigene Weiblichkeit? Wie erlebst du das in die Liebe, Partnerschaft? Aber zeigt auch natürlich deinen Schönheitssinn,
deine Kreativität auch. Diese Venus-Energie hast du im Schützen. Und hier im siebten Lebensbereich wirkt auf die Liebe Partnerschaft. Venus bringt auch Glück. Venus ist die kleine Glücksplanet. Und damit öffnet sich hier als so, das bedeutet, du bist als Frau wahrgenommen. Und das sollst du auch verinnerlichen. Da kommt auch eine innere Reise mit diesen Werten, aber auch Bewusstsein. Dann kommt die Leidenschaft dazu, dieses feurige Temperament. Saturn ist der Planet der Schicksal. Hütet den Karma. Begleitet uns in unseren Schicksalsweg und korrigiert es und belehrt uns, weil Saturn ist der große Lehrmeister. Viele, auch die mit Astrologie beschäftigen, sehen manchmal das ein bisschen negativ. Aber wenn wir verstehen, was Saturn astromedizinisch bedeutet, dann haben wir die Essenz von diesem Planet. Astromedizinisch herrscht über den Knochen, über unserem Skelett. Und das gibt uns Halt im Leben. Und das ist einer der Prinzipien dieser Saturn-Energie, uns Halt zu geben. Saturn beherrscht astromedizinisch unsere Haut. Und das bringt unserem Körper in Form. Und genau das vertritt Saturn auch, etwas in Form, in Gestalt bringen. Haut grenzt uns ein von Einflüssen von außen. Und das macht Saturn auch, grenzt uns ein. Und das ist oft aber ein gewisser Schutz, so wie unsere Haut schützt uns auch von Einflüssen von außen. Diese Saturn-Energie hast du in Wassermann. Hier brauchst du die Halt und hast Lernaufgabe. Und das hat mit Reisen was zu tun, das hat mit Auslandskontakte was zu tun, eventuell Mutterthemen. Mond steht in Verbindung zum Mutter. Und natürlich auch die Glaubensrichtung und Spiritualität. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, manchmal sorgt für unerwartete Ereignisse. Das hast du hier im Jungfrau. Und das kann bedeuten, dass du manchmal plötzlich umziehen sollst. Das kommt ein unerwartetes Ereignis und löst Veränderungen aus, dass du immer rausgerissen bist von der vertrauten Umgebung. Neptun ist der Planet der Künstler, weil er lässt uns inspirieren. Neptun herrscht über unsere Träume, über unsere Visionen. Neptun kann täuschend auch wirken. Nicht, weil Neptun das ausstrahlt, sondern diese Energie wird oft missbraucht. Wenn jemand etwas uns erzählt, was traumhaft schön klingt, hat aber mit der Wahrheit nichts zu tun, das führt natürlich zu Enttäuschungen. Also das kann passieren mit Neptun-Energie. Oder wenn wir Träume haben und wir laufen davon, lassen wir gar nicht zu oder wir glauben nicht daran, irgendwann kommen diese Enttäuschungen, weil wir nicht unseren Träumen leben. Neptun hast du im Waage und zeigt hier deine schöpferische Kraft und das ist sehr, sehr kreativ. Wenn du das spielerisch gestalten kannst, zum Beispiel Anfang ein Hobby, später kannst du in deine Berufung auch umsetzen. Neptun herrscht hier über die Tierkreiszeichen Fische, aber in deinem Geburtshoroskop war dieser Planet hier im Waage und Waage hat auch mit Schönheit, Kreativität und Kunst was zu tun. Pluto hast du im Löwe.
Pluto zeigt die innere Kraft, die Überzeugungskraft, alles oder nichts. Das ist die Motto von Pluto. Jetzt haben wir noch die Mondknoten. Davon gibt es zwei. Einmal die absteigende Mondknoten und einmal die aufsteigende Mondknoten. Es ist eigentlich Schnittpunkt im Himmel und aktiviert karmische Themen. In Mythologie wird das als Drache bezeichnet. Die absteigende Mondknoten ist die Drachenkörper. In indischen Astrologie nennt man Ketu. Und das zeigt Vergangenheit. Die Seele kennt das schon, weil die Seele ist in diesem Weg schon gegangen. Das ist Vergangenheit. All das, was man in früheren Leben schon erlebt hat, und das hast du hier im Waage. Das heißt, diese Kreativität, diese künstlerische Begabung ist nichts Neues. Das hast du schon im früheren Leben schon gemacht. Dann haben wir die aufsteigende Mondknoten und das ist die Drachenkopf, das ist Rahu und die Seele kennt das noch nicht. Die Seele sucht, weil die Seele braucht diese Lebenserfahrungen und braucht diesen Weg zu gehen, etwas Neues lernen oder sich befreien, wie auch immer, die Suche, die Seele ist auf die Suche. Ich könnte sagen, die Seele fragt dann, wo ist der Kopf dieser Drache? Oh, ich suche das, ich habe keine Ahnung, wo finde ich das? Im Horoskop wird das gezeigt. Dieser Drachenkopf hast du hier immer wieder. Und das bedeutet, dieser Weg bist du noch nicht gegangen. Das ist für dich ein Neuland. Aber befreit dich. Du bist die Suche in dieser Richtung. Und das ist die Widerenergie. Etwas Neues wagen, was dich begeistert. Und hier im 11. Lebensbereich bedeutet auch deine Wünsche, deine Hoffnungen. Das zum Wagen in diesen Weg zu gehen. Wagen mal einen Neuanfang. Auch wenn das Anfang alles ungewiss ist. Wieder hat die Mut dazu, wieder liebt das auch. Aber hast du hier auch mit Freundeskreis, Bekanntenkreis, auch karmischen Themen, dass du dich durchsetzen kannst gegen oder mal Nein sagen kannst. Die Waage-Energie, was du schon kennst, weil in diesem Weg bist du schon gegangen, Waage möchte die Harmonie und Waage möchte sich beliebt zu machen. Und neigt dazu, alles Gefallene zu tun. Und hierbei wieder hast du eine ganz andere Energie, ganz andere Kraft, weil wieder kann sich besser durchsetzen oder mal Nein zu sagen. Unserem Planet Erde bewegte sich in Zwillinge in diesem Tag, wo du geboren bist. Und hier manifestiert sich etwas. Was manifestiert sich hier? Das ist deine Persönlichkeit. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent befindet sich im Mondhaus Punarvashu. Wird von Sirius bestrahlt. Sirius leuchtet im Himmel wie ein Diamant. Und das ist dein Glanz. Das ist dein Auftreten. So bist du auch wahrgenommen, sei damit bewusst. Und mit diesem Mondhaus lernst du, in die Stille zu kommen, meditieren, die Ruhe bewahren, damit du zu neuen Ideen kommen kannst. Weil das ist der Ort, wo neue Ideen geboren werden. Und dann kommen die Spiel, die Gedanken und das ist wirklich grenzenlos und bringt dir zum tolle Ideen. Sonne befindet sich im Schütze,
im Mondhaus Mula. Mula bedeutet übersetzt Wurzel. Du brauchst diese Wurzel. Hier im Schütze erlebst du das in die Liebe Partnerschaft. Und der tiefste Punkt des Horoskopen ist auch die Wurzel, die Basis hier ist der Mann. Also die Ehe oder eine eheähnliche Verbindung, die Partnerschaft gibt dir die Halt, die Sicherheit, die Stabilität in dein Leben, das Gefühl zu haben, hier bin ich verwurzelt, verankert, endlich angekommen zu sein. Und das ist das Zentrum. Deine Sonne zeigt in diese Richtung. Das hat auch mit deinem Vater was zu tun, weil Sonne symbolisiert auch den Vater. Entweder hat das dein Vater vermittelt oder war das eher ein Mangel und fehlte dir diese Unterstützung von Vater und suchst unbewusst in die Liebe Partnerschaft. Wenn du Ziele hast, dann hast du die Orientierung und das gibt dir die innere Kraft. Dein Mond befindet sich im Wassermann und dieser Mondhaus heißt Shatabisha. Übersetzt von Sanskrit bedeutet 100 Ängste oder 100 Glück. In diesem Bereich, gerade hier im Wassermann, sind es sehr, sehr viele Glückssterne. Das verspricht auch ein glückliches Leben. Und das ist deine Reise, deine Seelenreise. Aber wenn du Ängste hast, dann blockiert das. Deswegen ist es entweder 100 Ängste, dann kann dieses Glück nicht kommen. Aber wenn du von negativen Gefühlen verabschieden kannst, raus aus die Angst, dann passiert Wunder, weil dann erlebst auch Glück in allen Bereichen, auch beruflich, auch finanziell, auch in die Liebe Partnerschaft. Mars befindet sich im Jungfrau. Dieser Mondhaus bedeutet Hashta und das heißt übersetzt Hand und Handlungen. Und immer wieder brauchst du diese Handlungen, dein Leben zur Ordnung zu bringen, eine Heilung bringen. Und oft passiert das in deiner Wohnsituation. Dieser Mondhaus wird von Windermeatrix bestrahlt. Windermeatrix ist die Weinleserin und steht in Verbindung zum Dionysos. Das ist hier Dionysos. Dionysos ist die Weingott und hier erscheint auch Windermeatrix und zeigt Lebensfreude. Lebensfreude, das ist wie ein Fest und das trägt auch Früchte. Und das gibt dir die Handlungen, das gibt dir die Basis im Leben und hilft in deiner Wohnsituation. Besonders wenn es um Umzug geht oder wohnlichen Veränderungen. Merkur befindet sich in Skorpion und dieser Mondhaus heißt Anuradha. Anuradha bringt Glück. In indischen Astrologie wird das gesagt, wenn Anuradha wird, das heißt Elefanten reiten. Und Elefant ist ein Symbol für Glück und Wohlstand. Und das im Skorpion kannst du in deinem beruflichen Weg erleben. Diese Anuradha wird von Akrab bestrahlt. Akrab ist ein Stern in Tierkreis, Zeichen Skorpion oberhalb von Auge. Und die indischen Astrologen sagen, das ist das Symbol für dritte Auge und zeigt Hellsichtigkeit und Spiritualität. Das kann auch die Richtung deiner Berufung sein. Jupiter im Krebs hier befindet sich im Mondhaus Busch hier und das zeigt, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Venus im Schütze ist im selben Mondhaus wie die Sonne und dieser Mondhaus heißt Mula, übersetzt bedeutet Wurzel.
Und das ist die innere Kraft, aber zeigt auch die Orientierung. Saturn in Wassermann befindet sich im Mondhaus Purvapadra. Saturn belehrt dich und gerade hier im Wassermann, im neunten Lebensbereich, ist das dein spirituellen Weg, eine innere Reise. Hier hast du Lernaufgabe und wird von Pegasus bestrahlt. Also Pegasus hat hier einen Einfluss. Dieser Pegasus ist dieses Pferd, ein weißes Pferd mit Flügeln. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus den klassischen griechischen Mythologie. Das hat auch mit Ängsten was zu tun. Es gab eine Königin Cassiopeia. Diese Cassiopeia ist ein Sternbild im Himmel, ein W, wie Buchstabe W, ganz leicht zum Finden in die Nähe von großen Wagen und kleinen Wagen oder großen Bär und kleinen Bär. Also das ist die Sternbild Cassiopeia. Also Cassiopeia ist eine Königin und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres. Und Poseidon ist nichts anderes als Planet Neptun. Poseidon wurde zornig und schickte einen Walfisch in diesem Königreich, die prahlenden Königin, zu bestrafen. Und dieser Walfisch dachte, ich mache, was ich will. Er nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte im Felsen. In der Nähe war Medusa. Medusa ist die Furchterregende. Und die Geschichte erzählt, dass jeder, der Medusa erblickt, bekommt Angst. Und das macht so unbeweglich. Und das ist das Bild für Medusa. Andromeda hat Angst gehabt, war gefesselt, hatte Angst vor Medusa, bis dann Perseus kam. Und Perseus befreite Andromeda. Und die beiden haben sich verliebt. Und Perseus tötete Medusa. Und in diesem Moment wurde Pegasus geboren. Geboren von dem Mutterleib. Und das war die Befreiung von Pegasus. Und die ganze Geschichte erzählt über die Angstbefreiung. Und genau das ist dieses Mondhaus Purvapadra. Und das ist deine Lernaufgabe, von deinen Ängsten zum Befreien. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, befindet sich im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau, aber schon im Jungfrau. Dieses Mondhaus heißt Uttarapalguna. Nicht nur Uranus ist in diesem Mondhaus, sondern auch Pluto im selben Mondhaus. Das ist alles hier im Grenzbereich. Und dieses Mondhaus zeigt schöpferische Kraft, die Ideen im Tat umsetzen. Und so bringst du dein Leben in Ordnung. Neptun befindet sich im Waage, im Mondhaus Vishaka. Und Ketu ist auch im Waage, ist auch im selben Mondhaus Vishaka. Vishaka ist eine Feuergöttin und hütet den inneren Feuer. Und das ist die Herzenswärme, das ist die Begeisterung. Und Vishaka verbrennt alles, was im Weg steht. Und diese Energie ist nicht zerstörerisch, sondern räumt auf. Das könnte ich sagen wie eine Art Transformation. Alles,
von alles loslassen, befreien, hinter uns lassen, was stört, und aber im inneren Feuer bleiben, die Herzenswärme, die Begeisterung und das Leben, dieser inneren Feuer pflegen auch. Und das ist die Feuergöttin Vishakha und das, was hier vermittelt wird. Rahu befindet sich hier im Widder, das ist der Weg, was deine Seele sucht, im Mondhaus Parani. Und dieser Mondhaus steht in Verbindung zum Mutter Erde. Und diese Mütterlichkeit und Mutter Erde ist die Naturverbundenheit. Oder hier in diesem Mondhaus haben wir eine Energie, wie etwas neu geboren zu werden. Oder das Urvertrauen, Urvertrauen auf die Natur, auf Mutter Erde, auf dich selbst in diesem Weg zu gehen. Hier brauchst du das Gefühl, hier bist du so angekommen, aufgenommen werden wie ein warmes Nest. Und dieses Gefühl soll neu geboren werden. Jetzt noch die Verbindungen. Die beiden Mondknoten, die absteigende Mondknoten und die aufsteigende Mondknoten, bestrahlen dein Aszendent sehr schön. Hier hast du einen Sextil-Aspekt, hier ein Trigon. Das sind beide harmonische Verbindungen. Das heißt, du hast ein gutes Karma geerbt. Sonne und Uranus steht in Spannung und das heißt die Angst vor Veränderungen oder Angst, entwurzelt zu werden. Dein Heimat verlieren, dein Zuhause verlieren, dein Halt verlieren, die Sicherheit, die Stabilität, die feste Boden unter deinen Füßen, davon Angst zu haben, und das bedeutet Verlustangst. Das kann sein, dass mit deinem Vater, mit diesem Vaterbild das zusammenhängt. Mond steht eine sehr schöne Verbindung zum beiden Mondknoten. Mond symbolisiert Mütterlichkeit oder deine Mutter. Und das sind auch karmische Verbindungen und das ist schön und angenehm. Mars steht in einer guten Verbindung zum Merkur und das ist deine Sprachbegabung, so wie dein Schutzengel das auch dir vermittelt. Liebe Amiria, so könnte ich dein Geburtshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.